Moin Moin! Moin auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen bei Werder TV Inside hier aus dem Weserstadion. Und wer immer sich von euch nicht gefragt hat, wofür eigentlich diese Pylone in den letzten Wochen im Studio stand, gibt's jetzt die Antwort. Wir haben umgebaut. Wir haben angebaut. Es gibt jetzt eine Kajüte. Und wer da drin sitzt, habt ihr schon gesehen. Max Kruse ist zu Gast bei uns im Studio. Und es gibt eine Social-Ecke. Da gehen wir jetzt auch direkt mal hin. Gucken aber vorher, ob Max überhaupt noch da ist. Moin Max, ich bin gleich da. Jetzt aber erstmal in die Social-Ecke und zu den Themen, die wir für euch im Netz gefunden haben. Ich hisse erstmal die Social-Eck-Fahne. Und wir schauen mal, was wir im Netz gefunden haben. Mein persönlicher Favorit, mein Highlight ist KaldiLuca3 bei Instagram. Sehr, sehr schönes Bild. Von ihm in jungen Jahren mit vollem Haar. Pizzarinia Felix Wiedwald und 990 anderen gefällt das auch. Weiteres Highlight der Länderspielpause ist natürlich das Debüt von Serge Gnabry für die deutsche Nationalmannschaft gewesen. Serge Gnabry suit up. Für ein weiteres persönliches Highlight von ihm: Papst Franziskus empfing das DFB-Team und mit dabei Serge Gnabry. Das Foto gab es bei uns. Auf Länderspielreise und viel erlebt hat auch Aaron Johansson. Off to Costa Rica, schreibt er bei Instagram. Und man, it feels good to be back. Mit einem schönen Foto vom Training mit der US-Nationalmannschaft. Man, it feels good to be back. Das wird sich auch Max Kruse sagen. Und ich gehe jetzt zu ihm in die Kajüte. So, Max. Moin, moin. Willkommen bei uns in der Kajüte. Hi. Schön, dass du wieder an Bord bist. Ja, danke. Gegen Eintracht Frankfurt. Sonst würdest du ja hier nicht sitzen, ne? Du bist wahrscheinlich dabei, nehme ich an. Ja, ich hoffe doch. Also auf jeden Fall wäre ich bereit und mal sehen, was der Trainer dann entscheidet. Wenn du hier rausguckst, was ist größer, die Aufregung oder die Vorfreude? Erstes Heimspiel für dich. Das stimmt, nach sehr, sehr langer Zeit. Sicherlich die Vorfreude. Ich habe lange auf den Moment gewartet und ja, bin natürlich sehr, sehr froh, dass es jetzt endlich soweit ist. Die Fans verbinden mit deinem Comeback große Hoffnung. Wobei ich da auch immer wieder appelliere, keine Wunderdinge zu erwarten. Was sagst du? Was können wir von dir erwarten? Ja, also ich glaube, der Trainer hat schon recht. Wir brauchen jetzt nicht denken, dass nur weil wir drei zurückkommen, dass wir auf einmal alle Gegner schlagen. Ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt. Gerade jetzt am Sonntag gegen Frankfurt, die sicherlich sehr, sehr gut in die Saison gekommen sind, wird es nicht einfach. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich die Qualität erhöhen. Und wir haben alle drei darauf hingearbeitet, waren relativ lange verletzt. Und wollen natürlich der Mannschaft auch versuchen zu helfen. Was man erwarten kann, ist auf jeden Fall die hundertprozentige Leidenschaft, die ich glaube, wir alle drei auf den Platz bringen, aber auch das gesamte Team auf den Platz bringen muss. Dass wir die fußballerische Qualität dazu haben, jeden Gegner zu schlagen, ich glaube, das ist auch ganz klar. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich alle am Limit spielen, um auch jetzt gerade am Sonntag Frankfurt schlagen zu können. Du hattest aber sehr prominente Partner bei dir in der Rede, mit Claudio, mit Philipp. Mit Claudio verstehst du dich, glaube ich, seitdem erst gut oder vorher auch schon? Nein, ich habe mich immer mit Claudio gut verstanden. Wir haben damals ja auch schon zusammen trainiert, wo ich damals noch in Bremen war und er hier gespielt hat. Schon da war das Verhältnis sehr, sehr gut. Ich glaube, wir ticken in etwa gleich. Von daher war diese Basis von Anfang an geschaffen. Und auch mit Philipp. Also mit Philipp habe ich ja früher auch schon lange zusammen gespielt. Von daher sind das alles Weggefährten, die man dann wieder trifft und wo man dann natürlich auch den einen oder anderen lustigen Spruch auf den Lippen hat. Butter bei die Fische, Max. Kommen wir nochmal zu 10 abschließenden Fragen. Country oder Rock'n'Roll? Rock'n'Roll. Miku oder Diego? Diego. Rasieren, nass oder trocken? Trocken. Trump oder Clinton? Clinton. Tor oder Assist? Assist. Action oder Komödie? Action. Cristiano Ronaldo oder Messi? Messi. Las Vegas oder Monaco? Las Vegas. Steak oder Pasta? Steak. Bier oder Wein? Weder noch. Du trinkst gar keinen Alkohol, nee, ne? Richtig. Noch nie oder nee, irgendwann noch nie aufgehört? Nee, noch nie. Starkes Vorbild, der Max. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir auf einen Sieg anstoßen können, dann am Sonntagabend hier im Weserstadion. Wir freuen uns darauf, dass du dann zurück bist, Max. Jetzt musst du zum Training und wir gehen zurück ins Studio. Alles klar. Danke für deinen Besuch. Danke auch. Ciao, ciao. Ah, Max Kruse also auf dem Weg zu den letzten Vorbereitungen fürs Spiel gegen Eintracht Frankfurt und auch wir schauen jetzt mal auf unsere nächsten Gegner. Im Ausguck heute für uns Marcel Kuhnt. 34. Spieltag, 88. Minute, Papi Gilobocci. Das war das letzte Duell gegen die Eintracht. Es ist Osterdeich, jeder weiß es, die Werder-Fans, Erlösung pur. Ja, das war gestern. Jetzt ist die Eintracht wieder da im Weserstadion und
Es kommt an sich eine komplett andere Eintracht ins Weserstadion, obwohl die Spieler immer noch da sind. Niko Kovac hat in den letzten Monaten ordentlich an der Defensivarbeit gedreht und ja, das passt auf jeden Fall. Die Statistik zeigt es, die viertbeste Defensive der Liga, 8 Gegentore. Jesús Vallejo, Makoto Hasebe, nur 2 von extrem guten Defensivarbeitern. Also, das ist auf jeden Fall eine harte Nuss und Geduld ist gefragt am Sonntag, aber hey, 88. Minute, wir kennen uns doch aus. Danke Marcel, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel hier am Sonntag 17.30 Uhr im Weserstadion. Wer steht in der Startelf? Wie werden wir spielen? Wie würdet ihr spielen lassen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns mit Werder TV Insight dann wieder am Montag mit allen Reaktionen auf das Spiel gegen Frankfurt. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, tschüss und schönen Werder-Sieg.